diese verfluchten Schmerzen nicht auf. Sie haben doch gesagt, der Bruch ist gut verheilt. Tja, also, ich kann keinerlei Auffälligkeiten erkennen. Ich kann ja kaum auftreten, so wehtut mir mein Fuß immer noch. Können Sie mir nicht irgendwas verschreiben, das endlich wirkt? Nee, leider. Also, ich gebe Ihnen schon das stärkste Mittel, was ich bei der Häufigkeit verantworten kann. Aber du kannst ja nicht weitergehen, Herr Doktor. Ja, wir müssen die Sache auf den Grund gehen. Ah, von Hartsfeld, sagen Sie, könnten Sie kurzfristig Herrn Schober zum MRT einschieben? Mhm. Ah, prima. Danke. Morgen Mittag. Sehr gut. Danke. Schwanger, Sie machen Witze. Sicher nicht. Das scheint ja eine Überraschung für Sie zu sein. Also Schock trifft es eher. Ich bin doch viel zu alt. Was? Sie sind doch gerade mal 41. Ja, aber ich habe seit über einem Jahr meine Regeln nicht mehr. Also deshalb haben Markus und ich ja überhaupt erst aufgehört zu verhüten. Für die Menopause sind Sie aber noch ziemlich jung. Ja, ich treibe viel Sport, bin mehrere Marathons gelaufen. Und in den letzten Jahren haben wir mehrere Trekkingtouren gemacht. Also mein alter Frauenarzt meinte, dass ich vielleicht deshalb früher in die Wechseljahre gekommen bin. Der hat Ihnen aber sicherlich auch gesagt, dass es keine hundertprozentige Gewissheit gibt. Ja, aber nach einem Jahr wäre man auf der sicheren Seite. Normalerweise. Aber es gibt Ausnahmen. Und ganz offensichtlich sind Sie eine. Sie hatten noch mal einen Eisprung. Und weil das Ei befruchtet wurde, hat es sich eingenistet und ich hatte keine Blutung. Die Hormonwerte in Ihrem Blut sind eindeutig. Sie bekommen ein Kind. Und zwar das dritte. Es ist blöd, euch jetzt wegzuholen. Es sind noch maximal 2 Tage Arbeit hier. Ja, da wird Frau Ebert nicht begeistert sein. Das ist mir klar. Aber ihr müsst erst helfen, den Busfreak fertig zu machen. Dann sind wir so im Verzug, der Architekt droht schon mit einer Vertragsstrafe. Ist alles in Ordnung, Chef? Der Stress. Dazu habe ich mir noch eine Erkältung eingefangen mit Halsschmerzen und allem drum und dran. Na los, Jungs, fahren wir zum Busfreak. Wir können ja nicht ewig hier rumstehen. Also das Wichtigste ist, Ihrem Kind geht's gut. Gucken Sie mal. Wow, da kann man ja sogar schon ein Gesicht erkennen. Mhm. Wir haben auch schon Gliedmaßen gesehen. Ihr Kind geht gerade aus der gekrümmten embryonalen Haltung in die gestreckte. Fängt an, seine Muskeln zu trainieren. Bei Dora und Tina damals, unsere beiden Töchter. 18 und 20. Ja, genau, jedenfalls. Und da hätten Sie mir so ein Ultraschallbild als Foto von der Milchstraße verkaufen können. Technik entwickelt sich weiter. In der wievielten Woche bin ich denn? 16., 17.? So weit schon. Ich habe nichts gemerkt. Sie haben gedacht, Sie sind in den Wechseljahren. Und haben die Anzeichen für die Schwangerschaft darauf geschoben. Ich habe zugenommen. Also ich dachte, ich wäre in letzter Zeit zu wenig zum Training gekommen. Und ich war manchmal echt deprimiert. Auch Stimmungsschwankungen sind Symptome einer beginnenden Schwangerschaft, als auch der Wechseljahre. Wir kriegen ein Kind. Jetzt noch. Ich sehe, ich störe? Nein, ich... Virtual Reality in der OP-Technik? In der Ausbildung der Augenchirurgen ist das im Prinzip schon Realität. Wir üben erstmal am Computer mit der VR-Brille. Ja, wir machen das ja auch schon bei minimalinvasiven Eingriffen. Da sehen wir auch noch auf dem Bildschirm, was wir tun. Und die Technik, die entwickelt sich immer weiter. Im Prinzip ist es heute möglich, dass der Patient hier bei uns in Eisenach ist und der Operateur in Los Angeles oder Hongkong. Er führt die OP mit dem Joystick am Bildschirm. Naja, ganz so weit ist es noch nicht. Aber es wird so weit kommen, über kurz oder lang. Ich finde, dass der persönliche Kontakt zwischen Patient und Arzt, dass der wichtig ist. Aber wenn der Patient die Wahl hat zwischen dem besten Arzt und einem mittelmäßigen, aber der Beste sitzt irgendwo am anderen Ende der Welt. Naja, wie auch immer. Das Ministerium in Erfurt lädt zu einem Symposium ein zu diesem Thema. Die wollen zusammen mit einer Meditech-Firma aus Thüringen ein Forschungsprojekt starten. Aha. Und das hätten Sie gerne hier bei uns im Haus, richtig? Ja,
Das Ministerium spendiert Fördermittel. Außerdem würde es unserem Ruf nicht schaden. Aber es braucht einen erfahrenen Operateur. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Das WLAN spackt und dein Rechner hängt am Kabel. Ja, na und, hau ab! Chill mal. Boah, spinnst du? Osaf klebt schweinemäßig. Die Tastatur ist Schrott. Wollen Sie mal A. 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 Der Rachen ist nicht entzündet. Mandeln auch nicht. Ja, aber starke Halsschmerzen. Vielleicht hat es eine andere Ursache. Können Sie Ihr Hemd mal ein bisschen hochmachen, bitte? Ach, Sie waren ja länger nicht bei mir. Ach, wissen doch. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, ja. Auch die muss man durchchecken, damit es so bleibt. Ich nehm's mir ja vor, aber dann kommt immer was dazwischen. Also, einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Die Lunge ist eigentlich auch frei. Also Susi, nehmen Sie noch Blut ab, ja? Was? Bei einer simplen Erkältung? Naja, wir wollen sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Entschonen Sie sich bitte, Herr Gruber, ja? Sie wissen doch auch, selbstständig heißt selbst und ständig. Ja, das ist richtig. Morgen haben wir die Blutergebnisse, dann wissen wir mehr. Ja? Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Dass ich noch mal schwanger bin mit 41. Oh. Ich hatte mit vielen gerechnet, aber damit. So ein bisschen komme ich mir hier vor wie bei Mensch, ärgere dich nicht. Ich bin kurz davor, die letzte Figur ins Haus zu bringen. Und zack, werde ich rausgekegelt. Dora ist aus dem Haus, Tina macht nächstes Jahr Abi. Wir sind in einer völlig anderen Lebensphase mit vielen neuen Möglichkeiten. Ja, die wir ziemlich genossen haben. Und jetzt wird alles plötzlich wieder so wie damals. Genauso toll wie damals. Weißt du noch, als Dora damals den Fußboden in ihrem Kinderzimmer mit diesen kleinen Blümchen bemalt hat? Ja, die waren so schön, dass wir nicht mal schimpfen könnten. Siehst du, und jetzt wird alles noch viel besser. Schau mal, wir haben weniger Stress. Wir sind viel entspannter und haben mehr Zeit für den oder die Kleine und für uns so. Ja, die beiden Großen können ja auch mal babysitten, wenn wir ausgehen. Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie wir es den beiden sagen. Und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Bammel. Wie bei deinen Eltern damals, als wir mit denen gesprochen haben, weißt du? Verkehrte Welt. Ich dachte, die wären schon weiter. Ja, Kuba ist ein bisschen überlastet. Außerdem geht's ihm nicht so gut. Der war vorhin in der Praxis. Aber haben wir noch ein paar Tage Zeit. Und dann sieht es hier richtig gut aus. Ich hoffe, Lotte fühlt sich hier wohl. Hast du Zweifel? Ich mache mir Sorgen. Mit Clara und Lotte, das lief ja nicht so besonders. Und trotzdem habe ich gehofft, dass sie in ihr jemanden in der Familie findet, dem sie vertrauen kann. Du meinst eine Freundin? Jetzt ist sie auch wieder weg. Frau Ewald, Herr Doktor. Herr Gruber, was machen Sie denn hier? Ich wollte nur schnell schauen, was hier alles noch zu machen ist, damit ich planen kann. Sie gehören ins Bett, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Aber Frau Ewald wartet auch darauf, dass hier alles fertig wird. Nein, 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 wenn Sie krank sind, das ist... Entschuldigung. Seit wann haben Sie denn Fieber? Oh, seit ein, zwei Stunden. Was machen die Schluckbeschwerden? Die sind zum Glück besser geworden. Das gefällt mir gar nicht. Das geht schon wieder. Kleine Erkältung von mir aus mit Fieber, die bringt mich schon nicht um. Wirklich. Muss ich nur kurz hinlegen. Sie werden sehen, morgen bin ich wieder auf dem Damm. So sollten Sie aber nicht Auto fahren. Nee, ich rufe Ihnen jetzt ein Taxi, dann legen Sie sich ins Bett und morgen kommen Sie in die Praxis. Schaffen wir das? Warum nicht? So alt sind wir beide doch ähnlich, oder? Trotzdem, wir müssen unser Leben komplett umstellen. Na ja, auf ein paar Sachen verzichten müssen wir schon. Ja, zum Beispiel auf die Fahrradtour durch die Pyrenäen. Findest du das schlimm? Wenigstens haben wir das Regenwald-Trekking noch gemacht. Oh Gott! Brasilien! Alles klar.
Danke, dass Sie so schnell Zeit haben für uns. Ich verstehe ja, dass Sie sich Sorgen machen. Uns ist klar geworden, dass ich schon schwanger war am Amazonastag. Das heißt, Kerstin könnte sich mit diesem komischen Virus angesteckt haben, der bei ungeborenen Behinderungen auslösen kann. Dem Zika-Virus. Waren Sie denn krank während des Urlaubs, bitte? Die Symptome des Zika-Virus ähneln oft denen einer Erkältung. Also es gab zwei Tage, da habe ich mich mies gefühlt. Also nicht wirklich schlimm. Du erinnerst dich, als wir in dieses Vogelschutzgebiet wollten. Ja, klar, aber wir haben das gar nicht ernst genommen. Gut, Ihr Unwohlsein könnte auch andere Gründe gehabt haben. Das tropische Klima und das ungewohnte Essen. Wenn Kerstin sich wirklich mit diesem komischen Virus angesteckt hat. Ich hab in den Zeitungen Fotos gesehen von Kindern mit viel zu kleinen Köpfen. Das ist schrecklich. Der Schädel der betroffenen Embryos entwickelt sich nicht richtig. Manchmal entwickelt er sich sogar zurück. Und das heißt, es ist zu wenig Platz für das Gehirn und es kommt zu geistigen Behinderungen. Wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Virus und den Missbildungen, aber gänzlich erforscht ist die ganze Sache noch nicht. Gut, dann machen wir jetzt einen Test auf Antikörper im Blutserum und dann wissen wir, ob Sie sich infiziert haben. Wie lange dauert das? Nicht lange. Ich schicke das gleich noch ans Labor. Und dann müssten wir die Ergebnisse spätestens morgen Nachmittag haben. Danke. Trotzdem hättest du doch Paul fragen können, bevor du in sein Zimmer gehst. Petze! Wie bitte? Toll! Ich denke, hier ist alles so nett und offen. Wir sind eine große Familie. Lotte, auch in dieser Familie hat jeder das Anrecht auf Privatsphäre. Ich habe doch nur ein paar Clips geguckt. Hast du Angst, ich finde dein peinliches Gechatte mit Nina? Bullshit. Ich helfe dir ja gerne, wenn du Probleme mit deinem PC hast. Ja, sowas blubberst du die ganze Zeit. Aber wenn man dein Angebot da mal annimmt, ist es auch wieder falsch. Ja, ist gut. Trotzdem hättest du doch fragen können, bevor du dich an Pauls Schreibtisch setzt. Wie denn? Er war ja nicht da. Übrigens, das WLAN läuft. Bist wahrscheinlich zu blöd, das Passwort richtig einzugeben. Hör mal, und du reißt dich jetzt auch am Riemen, okay? Es reicht nämlich. Wir sind doch hier nicht auf dem Affenfelsen. Soll ich mir den Rechner mal anschauen? Danke, nein. Sowas kann man auch freundlich sagen, ja? Und ich bitte dich jetzt ganz höflich, dass du einfach Paul fragst, bevor du seinen Schreibtisch benutzt. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und wo ist eigentlich Mama? Bei einem Notfall? Ja, klar. Sie ist immer für alle da. Nur nicht für mich. Die Tastatur zahlst du. Die nervt, echt. Trotzdem nicht. Nee, Ende von trotzdem. Ich habe mich die ganze Zeit bemüht. Ich habe keinen Bock mehr. Die bescheuerte Wohnung ist immer noch nicht fertig. Es handelt sich nur noch um ein paar Tage. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon, wenn ich diesen nicht mehr sehen muss. Lotte, solange wir hier sind, gelten die Regeln der Familie Kleist. Hast du mich verstanden? Die tun doch immer nur so nett und freundlich. Aber wehe, du machst es nicht genauso, wie sie wollen. An diese Regeln hältst du dich. Und du pampst nicht rum, wenn Christian mal was sagt. Der Typ soll mich einfach in Ruhe lassen. Er ist nicht mein Vater. Natürlich nicht. Aber wir sind hier nur zu Gast. Okay. Was immer du brauchst, um hier zurechtzukommen, sag's mir. Ich bin für dich da. Ich helf dir. Aber ich habe mich in Christian verliebt. Und ich mag auch seine Familie. Kannst du mir nicht auch ein bisschen helfen? Müssen wir nicht los? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie auf Actionfilme stehen, ehrlich gesagt. Bloß weil ich eine Frau bin? Ah, und die gucken nur Romantic Comedies. Ziemliches Vorurteil, Dr. Sandmann. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich war einfach nur verwundert, Sie gestern im Kino zu treffen. Ich stehe auch auf Splatter. Ach so, deswegen wollen Sie Chirurgin werden, ja? Stimmt. Ja, also, ich mag das ja nicht so, aber wenn demnächst mal wieder was läuft in die Richtung, dann können Sie mir gerne Bescheid geben. Fragen Sie mich gerade nach einem Date? Also, ich Morgen. Meine, Professor Bender. Morgen. Sie zwei fahren zum Symposium. Ja, ich habe mir erlaubt, Ihre Tochter zu fragen, ob sie mich begleitet. Ist doch in Ordnung, oder nicht?
die entscheiden. Sie sind Ihr direkter Vorgesetzter. Entschuldigung, bitte. Was haben wir denn? Männlicher Patient nach Verkehrsunfall. Instabiler Thorax, sumpfes Bauchtrauma. Offene Tibiafraktur. Patient ist intubiert und beatmet. Der zweite RTW mit dem Unfallgegner kommt gleich. Dann haben wir zwei OPs. Wer ist denn im Haus? Dr. Obermeier. Was mit Dr. Grund? Er hatte 36 Stunden Bereitschaft. Der ist zu Hause und schläft. Großartig. Frau Bender, tut mir leid, Sie müssen ohne mich fahren. Wir haben hier zwei Operationen und nur einen Oberarzt ist im Haus. Ja, natürlich. Wie gesagt, eine Nacht im Bett, dazu Wadenwickel und Lindenblütentee, wie Sie es geraten haben. Und schon geht's mir besser. Ja, aber Ihre Blutwerte sagen etwas anderes, Herr Gruber. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit, die Leukozytenzahl. Ich meine, nur weil Sie kein Fieber haben, heißt das nicht, dass nicht vielleicht doch eine Entzündung in Ihrem Körper ist. Ich würde das wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, Herr Gruber. Ich meine, gestern haben Sie mir erzählt, dass Sie antriebslos sind, Schmerzen haben. Ach, das ist einmal ein bisschen viel in letzter Zeit. Ja. So ist das. Als kleiner, unabhängiger Handwerksmeister, man nimmt immer mehr Aufträge an, als man bewältigen kann. Aus Angst, irgendwann kommt nichts mehr. Und hat man den Job erstmal, will man den Kunden ja auch nicht enttäuschen, nicht? In diesem Sinne. Herr Gruber, haben Sie nicht vielleicht doch Beschwerden, von denen Sie mir gestern nichts gesagt haben? Wenn man über 50 ist, man wacht auf und einem tut nichts mehr weh, dann ist man tot. Hin und wieder spüre ich meine Knochen, die Knie, Handgelenke, Schulter. Trotzdem, die Entzündungsparameter, die Müdigkeit, die Schmerzen. Sie haben auch abgenommen. Das haben Sie mir doch immer geraten. Halten Sie denn die Diät? Ja, ja. Also nein. Wir sollten der Sache wirklich auf den Grund gehen. Ach, ist das wirklich nötig jetzt? Ja. Ich bin eigentlich nur hier, weil meine Frau drauf bestanden hat. Ich müsste längst auf der Baustelle sein. Also davon will ich Ihnen wirklich abraten. Ach, kommen Sie, Herr Doktor. Kann es sein, dass Sie einen Privatpatienten ein bisschen genauer untersuchen als unbedingt nötig? Das war nicht so gemeint. Mir geht's besser. Und deshalb, die Arbeit wartet. Danke trotzdem. So, Herr Schuber, dann will ich Sie mal erlösen. Ich habe keine Platzangst, ich habe Schmerzen, die nicht weggehen. Ja? Ihre Fraktur ist gut verheilt. Kann ja gar nicht sein, der Fuß tut weh. Schauen Sie mal richtig nach. Mensch. Das hab ich. Ich kann Ihnen die Bilder gerne zeigen. Kommen Sie. Also, wenn es so weitergeht, verklage ich die Idioten im Fitnessstudio doch noch. Also, in Ihren Patientenunterlagen steht, es war ein Unfall. Die hätten mich besser einweisen sollen in die Geräte. Oder Sie Ihren Ehrgeiz vielleicht etwas bremsen, hm? Sehen Sie mal hier. Das könnte man ins Lehrbuch stellen. Da ist das Kallusgewebe. Und hier ist der Knochen etwas verdickt. Kann das die Schmerzen verursachen? Das ist kaum vorstellbar. Ich kann auch keine Pseudoarthrose erkennen. Also, wenn man den Fuß etwas zu früh belastet, dann bleibt womöglich ein kleiner Bruchspalt zurück. Der kann ganz schön wehtun. Ist bei mir nicht der Fall? Dr. Kleist hat ein großes Labor gemacht. Ja, da war alles in Ordnung, hat er gesagt. Okay. Also, Sie wissen auch nicht, was los ist? Also, wenn ich mir Ihre MRT-Bilder so ansehe, dann kann ich nichts erkennen. Sie können bei Olympia starten. Ja? Und? Bitte setzen Sie sich. Es ist positiv, ja. Sie haben Antikörper im Blut. Das heißt, Kerstin hat sich mit diesem Zika-Virus angesteckt, ne? Das darf doch alles nicht wahr sein. Gesagt, dass das nicht stimmt, dass das alles ein furchtbarer Albtraum ist. Kerstin, ey. Wir stehen das gemeinsam durch, okay? Dass dieser Test positiv ausgefallen ist, das heißt nicht zwingend, dass Sie mit dem Zika-Virus infiziert sind. Der Test ist der erste Schritt. Wenn wir keine Antikörper gefunden hätten, dann hätten wir gewusst, dass Sie gesund sind. Die, die wir gefunden haben, deuten erstmal nur darauf hin, dass Sie sich mit einem der Flaviviren infiziert haben. Zika ist eins davon. Aber es gibt auch noch das Gelbfieber oder Dengue. Ja, aber wenn ich mich damit angesteckt habe, das ist doch auch gefährlich. Nur in der akuten Phase und Sie haben die Infektion ja überwunden. Dengue und Gelbfieber lösen keine Schädigung beim Ungeborenen aus. Und kann man rauskriegen, was genau es ist? Also ob ich jetzt dieses verdammte Zika-Virus habe oder... Man kann das feststellen.
mit einem sogenannten Neutralisationstest. Dazu müssen wir ihr Blut aber in ein spezialisiertes Labor schicken. Und das kann eine Weile dauern. Und so lange müssen wir mit der Ungewissheit leben, ne? Ich bin doch schon 17. Woche. Herr Doktor, ich verstehe, dass ich vorsichtig sein muss mit Schmerzmitteln, aber können Sie nichts tun? Gibt es nicht irgendeine Spritze? Ja, also eine Spritze würde nur helfen, wenn bei Ihnen physiologisch was nicht in Ordnung wäre. Das ist aber nicht der Fall. Deswegen kann ich Ihnen nur das sagen, was ich Ihnen das letzte Mal auch gesagt habe. Im Moment müssen Sie Geduld haben. Und sind Sie sicher, dass es nichts Ernstes ist? Ganz sicher. Wie wäre es mit einem Schmerzzentrum? Also, wenn Sie einen Moment Zeit haben, dann würde ich Sie gerne nach nebenan zu unserem Physiotherapeuten schicken. Ich habe da einen Verdacht, wo Ihre Schmerzen herkommen könnten. Und wenn ich recht habe, dann kann Ihnen mein Sohn vielleicht helfen. Mit einer Spiegeltherapie. Spiegeltherapie? Ja. So, konzentrieren Sie sich bitte ausschließlich auf das Spiegelbild Ihres Fußes. Was soll das bringen? Sie hatten heftige Schmerzen nach dem Bruch. Und Ihr Gehirn hat sich das gemerkt. Und jetzt gaukelt es Ihnen vor, dass es immer noch wehtun würde. Obwohl da eigentlich organisch alles in Ordnung ist. Das soll heißen, ich bilde mir alles nur ein. Ja. Ja. Und wenn Sie jetzt in das Spiegelbild schauen und dabei den gesunden Fuß bewegen, erwecken wir in Ihrem präfrontalen Kortex, der sitzt hier oben, der ist für die Bewegungssteuerung zuständig, die Illusion, dass sich der andere Fuß bewegen würde. Aber ohne Schmerzen. Und sowas funktioniert? Naja, also den Versuch ist es auf jeden Fall wert, oder? Sie wollen auch die Schmerzen loswerden. Absolut. Okay. Bewegen Sie Ihren gesunden Fuß. Auf und ab irgendwie. Und dabei schauen Sie aber ausschließlich in das Spiegelbild. Okay. Später nehmen wir dann noch den anderen dazu, der gebrochen war. Roland, wo steckst du denn? Na, ich bin jetzt in der Wohnung. Ja, okay, ist deine Pommes. Dann aber. Ich will, dass das hier endlich fertig wird. Bis gleich. Was willst du denn hier? Wie kommst du überhaupt hier rein, sag mal? Ich hab einen Schlüssel. Meine Mutter ist die neue Mieterin. Ich brauchte nur ein ruhiges Plätzchen. Aber wenn ich störe... Nee, nee. Ist schon in Ordnung. Ist alles okay? Ja, geht schon. Ich werde nur einfach meine verdammte Grippe nicht los. Das sieht aber nicht gut aus. Ob Sie eventuell mal übermorgen schauen könnten? Moment. Herr Gruber? Ich dachte, es geht Ihnen schon viel besser. Ja. Kleiner Rückfall. Die verdammte Grippe. Ist schon. Das geht. Ist okay? Auf den Boden. Hol den Doktor zu Sie. Gottes Willen, was ist los? Was ist passiert? Herr Gruber! Es war doch richtig, dass ich ihn hergebracht habe, oder? Ja, völlig. Kommen Sie, wir gehen in mein Zimmer. Krankenwagen? Ja, Verdacht auf Myokardinfarkt. Susi? Ich mach. Entschuldigung. Ist okay. Eins, zwei, drei. Ihr hättet auf Sie hören sollen. Zum Glück, Herr Gruber. Ist auf jeden Fall kein Herzinfarkt. Aber wir werden Sie trotzdem in die Klinik bringen müssen. Gucken Sie mal. Das hier ist Ihr Herzbeutel. Der ist entzündet. Das nennt man eine Perikarditis. Davon haben Sie die Schmerzen in der Brust. Aber die Schmerzen sind fast weg. Ja, das ist richtig, weil die Perikarditis hat sich zu einem Herzbeutelerguss entwickelt. Das bedeutet eine Perikardtamponade. Ich erkläre es Ihnen mal anders. Also. Das hier ist Ihr Herz. Ja? Das ist von einem doppelwandigen Herzbeutel umgeben. So. Ja. Das ist eigentlich ganz dünn hier. Aber wenn nun durch die Entzündung Gewebeflüssigkeit hier einläuft, ja, dann erhöht sich der Druck im Inneren. Der kann aber nicht entweichen und deswegen drückt immer mehr Flüssigkeit auf das Herz innen und es kann nicht mehr pumpen. Ja. Und was passiert jetzt? Nun, der Kollege wird im Krankenhaus eine Entlastungspunktion vornehmen. Das heißt, mit einer ganz dünnen Kanüle hier rein und die Flüssigkeit raussaugen. Das klingt ja furchtbar. Ist aber eine Routine. Aber leider notwendig, denn dadurch wird Ihr Herz entlastet und der Körper bekommt wieder Sauerstoff. Ja? Der Krankenwagen ist da, Herr Doktor. Sehr gut. Wenn ich das überstanden habe, wie geht's dann weiter? Dann werden wir herausfinden, was Sie für einen Entzündungsherd in Ihrem Körper haben. Jetzt ist es wichtig, dass Sie erstmal wieder Sauerstoff bekommen, okay? Ja.
Das machen Sie gut, Herr Gruber. Sie haben es gleich geschafft. Was Neues von Gruber? Naja, die Entzündungsparameter CRP und BSG sind weiterhin viel zu hoch. Leukozytose, Thrombozytose und eine hypochrome Anämie. Ja, dazu sind Fieber und die Gelenkschmerzen. Ich frage mich ernsthaft, ob das wirklich etwas mit seinem akuten Zustand zu tun hat. Na, vielleicht hat Gruber ja recht und es ist einfach nur Verschleiß. Ich meine, 30 Jahre auf der Baustelle. Gut, lassen wir mal die Schmerzen beiseite. Wir müssen eine Infektion behandeln und wir haben keinen blassen Schimmer, wonach wir suchen. Ja, wir versuchen gerade, den Bakterienstamm zu isolieren, der die Infektion verursacht. Ich weiß nicht mal, ob es Bakterien sind. Ja, natürlich suchen wir auch nach Viren. Ist ja klar. Sag mal, du hast einem Mann das Leben gerettet. Hab ich gehört. Hab ihn nur zu Christian gebracht. Na, du hast ihn möglicherweise vor einem Herzinfarkt bewahrt. Kannst du stolz auf dich sein? Möchtest du eine Pflaume? Habe ich gerade frisch gekauft. Danke. Sag mal, bläst du Trübsal, wie man zu meiner Zeit zu sagen pflegte? In der Villa, die dissen mich alle total. Paul, aber auch Christian. Jetzt ist auch meine Mutter sauer auf mich. Ja, ja. Schuld sind immer die anderen, immer. Ich hab's verstanden. Möchtest du noch eine? Danke. Komm, ich geb den ganzen Korb mit. Ja, schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Was kann ich für Sie tun? Danke, dass Sie Zeit für mich haben, auch wenn es um nichts Medizinisches geht. Jedenfalls nicht bei mir. Sondern? Also es geht um meine Frau. Kennen Sie die Geschichte? Ja, setzen Sie sich doch. Sie ist schwanger, obwohl sie dachte, in der Menopause zu sein. Sie ist schon im vierten Monat. Das ist vollkommen verrückt. Wir sind aus allen Wolken gefallen. Ja, es war in der Tat eine Überraschung. Damit könnten wir ja umgehen. Also mit der Überraschung. Aber die Angst, dass... Dass Sie möglicherweise ein behindertes Kind zur Welt bringen? Ja. Die Ungewissheit, die macht uns völlig fertig. Wir haben sogar schon darüber nachgedacht. Das Kind nicht zu bekommen. Es gibt gewisse medizinische Indikationen, bei denen ein Abbruch auch nach der 12. Woche noch möglich ist, wenn Gefahr besteht für das körperliche und seelische Wohl. Es bringt nichts, bei dem Labor Druck zu machen. Dieser Neutralisationstest, der braucht einfach seine Zeit. Irgendwelche Ideen? In wie vierten Monat ist sie denn? Zwischen 16. und 17. Woche. Also ich hätte da schon Möglichkeiten. Was hatte ich gehofft von Hatzfeld? Charakteristisch beim Zika ist eine Mikrozephalie. Das heißt, also eine Fehlbildung des Schädels, die die schweren Schäden am Kopf und am Gehirn verursacht. Und die könnte ich mit einem pränatalen MRT durchaus erkennen. Aber eine Mikrozephalie kann sich doch auch nach der 17. Woche noch ausbilden. Ja, aber vielleicht könnte man den beiden ja die Angst nehmen, oder? Also wenn ich helfen kann, dann hänge ich heute Abend gerne noch eine Stunde dran. Sehr gut. Ich sehe, ihr kommt zurecht. Tja, da wundern Sie sich, ja? Selbst ich habe manchmal ein weiches Herz. Übertreiben Sie es nicht. Das fange ich noch an, Sie zu mögen. Schreckliche Vorstellung. Oh, nein! Oh, das kann doch nicht sein. Nein! Das kann nicht angebrannt. Was du nicht sagst! Sowas würde dir natürlich nie passieren. Ist ja perfekt.
Gibt's bei Gruber eigentlich einen Hinweis auf einen bestimmten Erreger? Bisher noch nicht. Nur eine vergrößerte Milz und einige geschwollene Lymphknoten. Könnte ein Hinweis auf seine Infektion sein. Das könnte, ja. Nehmen wir mal an, es sind weder Viren noch Bakterien. Was könnte denn noch der Auslöser sein? Eine Sepsis? Ja, unwahrscheinlich. Ich habe da einen Verdacht, aber der ist nicht schön. Und meinst du nicht Morbus Hodgkin? Oder Non-Hodgkin, aber ein Lymphom? Fassen wir noch mal zusammen. Geschwollene Lymphknoten, vergrößerte Milz, Übelkeit, Mattigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Könnte natürlich alles auf einen Lymphdrüsenkrebs hinweisen. Wir haben einen Knoten entfernt für eine Biopsie, nur zur Sicherheit. Was ist mit den Rheumafaktoren? Also nur für den Fall, dass die Gelenkschmerzen tatsächlich was mit seinem Zustand zu tun haben. Negativ. Und wenn er recht hat? Und es hängt mit seinem Arbeitsplatz zusammen? Dann warten wir die Biopsie ab, oder? Hoffen wir mal, dass es ohne Befund ist. Ja. Herr Doktor. Herr Gruber. Na? Wie geht's Ihnen? Na, nicht so. Das Fieber ist gestiegen, sagt die Schwester. Wissen Sie denn schon was? Nein, leider noch nicht. Seien Sie mal ehrlich zu mir. Das könnte auch was Schlimmes sein, nicht? Also, ich bin ehrlich zu Ihnen, Herr Gruber. Wir wissen noch nicht, was es ist. Und es ist viel zu früh, um irgendetwas kategorisch auszuschließen. Ja. Sagen Sie meiner Frau nichts. Sie regt sich immer so furchtbar auf. Klar, ängstliche Schweigepflicht. Ich werde Ihnen was Fiebersenkendes bringen lassen und was zur Beruhigung, ja? Ach, danke. Versuchen Sie, ein bisschen zu schlafen, ja? Seit wann haben Sie denn da den Hausausschlag? Den habe ich immer mal wieder, meist abends. Darf ich? Das ist ja mein ganzen Oberkörper. Glaubst du, das Exanthem hat eine Bedeutung? Ich würde sie auf das Fieber zurückführen. Naja, es verschwindet, wenn das Fieber sinkt. Ja, denkst du an was anderes? Ich denke überhaupt nichts. Ich hoffe, es ist kein Krebs. Naja, das werden wir ja morgen sehen. Schönen Abend. Dr. Sandmann, den bedauernswerten Unfall opfern, geht es gut? Nun ja, den Umständen entsprechend. Sie werden es überleben, aber soweit ich das derzeit beurteilen kann, auch keine bleibenden Schäden davon tragen. Also, es war kompliziert, aber es wird seine Zeit brauchen. Ein dummer Zufall, dass Dr. Kuhn nicht zur Verfügung stand. Gleich zwei schwierige Operationen anstanden. Ich weiß, Sie hätten es gerne gesehen, wenn ich zu dem Symposium gefahren wäre, richtig? Klar möchte ich gerne dieses Forschungsprojekt bei uns haben. Und das hängt von meiner Anwesenheit in Erfurt ab? Sie wissen doch, wie diese Beamten sind. Sie wollen umschwärmt werden. Man muss sie ständig in ihrer Wichtigkeit bestätigen. Ach, ich bin mir sicher, das hat Ihre Tochter mindestens genauso gut hinbekommen wie ich, wenn nicht sogar noch besser. Stimmt's. Ministerialrat Dr. Schlader kommt morgen früh. Er möchte sich gerne das Krankenhaus ansehen und Sie natürlich kennenlernen. Wie hast du das denn geschafft? Du traust mir wohl gar nicht zu, Papa. Im Ernst, er war beeindruckt, dass Dr. Sandmann das Wohl eines Patienten über mögliche Karrierechancen gestellt hat. Sicher ein Pluspunkt für uns, dass wir so einen hervorragenden Chefarzt in der Chirurgie haben. Keine Sorge, Frau Dreuer. Ich sehe auch ohne Kontrastmittel genug. Hauptsache, Sie bleiben ruhig liegen und das Kind hoffentlich auch. Und der Lärm, der muss doch ein Schock sein für das Kleine. Das ist halb so wild. Fruchtwasser schützt besser vor Lärm als Pilz oder Schaum. Achtung, die Kopfhörer. Danke. Na, das sieht doch ganz gut aus. Die kortikale Zone, die Intermediärzone und die Germinationszone. Das heißt, das Gehirn ist so weit entwickelt, wie es sein sollte, Herr Doktor. Ja, Frau Ewald, das heißt es. Sehen Sie mal hier. Die Intermediärzone hat sich noch nicht weiter aufgeteilt zu transienten Zonen, aber das passiert sowieso erst nach der 17. Woche. Gut, soweit alles in Ordnung. Ja. Dann kann ich die beiden vorläufig beruhigen. Bisher nichts Auffälliges. Hoffen wir, dass es so bleibt. Aber es kann immer noch losgehen, haben Sie gesagt. Leider ja.
Wenigstens wissen wir, dass im Augenblick alles okay ist. Sie haben fast die Hälfte Ihrer Schwangerschaft hinter sich. Ihnen geht's gut, Ihrem Kind geht's gut. Ach, ich könnte Ihnen übrigens auch mit über 90%iger Gewissheit das Geschlecht des Kindes verraten, wenn Sie es wissen wollen. Ja. Ein Junge. Früher, als wir noch über ein drittes Kind nachgedacht haben, haben wir uns das immer gewünscht. Lotte? Hau ab! Wir kommen gerade vom Notdienst. Ich habe einen total leckeren Kuchen in der Küche gefunden. Der ist verbrannt. Genau wie die Küchenplatte. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Netter Versuch. Jetzt mach doch auf, hm? Ich bin ganz schön hartnäckig im Warten. Na gut, wir werden ja sehen, wer zuerst aufgibt. Los, fang schon an, dann haben wir es hinter uns. Womit denn? Meckern. Wieso? Ich bin doch nicht dein Vater. Darf ich reinkommen? Wenn es sein muss. Der Kuchen ist wirklich lecker. Ist jetzt schon das zweite Mal in die Hose gegangen. Ist aber ein total tolles Friedensangebot. Und ich finde, er schmeckt. Das Schwarze ist krebserregend. Ich habe das alles weggeschnitten. Was ist mit der Küchenplatte? Die hat schon so viele Macken, da kommt es auf eine mehr oder weniger auch nicht drauf an. Also, teilst du jetzt das Friedensangebot mit mir? Oder willst du eine Friedenspfeife rauchen? Das ist allerdings richtig ungesund. Na gut. Ich hätte ja eher das kleinere genommen. Hast du auch gekriegt. Sehr gut. Das schmeckt ja super. Ist okay. Lotte gibt sich echt Mühe. Paul auch. Aber es bringt nichts. Ja, aber für sie hat sich doch mehr verändert als für ihn. Seine geliebte große Schwester verlässt das Haus. Dafür zieht die neue Freundin von deinem Vater ein. Nur vorübergehend. Und sie bringt ihre Tochter mit, die manchmal ziemlich schwierig sein kann. Und er ist auch in der Pubertät und er kämpft auch darum, erwachsen zu werden. Ja, klar. Stehen sich halt beide im Moment im Weg. Lotte vielleicht ein kleines bisschen mehr als Paul, aber die gute Nachricht ist, irgendwann ist es vorbei. Genau. Es sind zwar völlig andere Symptome. Ja, beim Gruber. Das passt nicht zusammen, jetzt muss ich nachschauen. Also das Exanthem bei Gruber hat dir keine Ruhe gelassen, hast du gesagt. Ich bin voll im Thema. Nachdem wir telefoniert haben, habe ich Frau Bender gebeten, mir den aktuellen Stand der Dinge zu schildern. Frau Bender? Ja. Sie ist schon im Krankenhaus, weil sie Bereitschaft hat. Willst du es jetzt wissen oder nicht? Ja, klar. Aber ich wette, dass du keinen Erreger gefunden hast. Ich dachte, wir versuchen es jetzt erstmal mit einem Breitbandantibiotikum, aber vielleicht müssen wir das gar nicht mehr, weil heute Morgen ist das Fieber wieder runtergegangen. Passt perfekt ins Bild. Was ist mit der Biopsie der Lymphknoten? Negativ, es ist definitiv kein Krebs, aber worauf willst du denn jetzt hinaus? Adulter Morbus Still. Also jetzt doch Rheuma. Dass die Rheumafaktoren negativ sind, das ist ja bei dieser Krankheit gar nicht so selten. Aber die Leitsymptome sind alle da. Intermittierendes Fieber mit Spitzen am Abend, Leukozytose, Gelenkschmerzen und das Wichtigste, die Hautausschläge immer in Verbindung mit den Fieberschüben. Ja, und alles andere können wir ausschließen. Also zum Glück kein Lymphom und vermutlich auch weder eine bakterielle noch eine Virusinfektion. Genau. Was bedeutet das? Morbus Still. Sag ich doch. Komm. Ich. Ach. Morbus Still
ist eine Erkrankung, die normalerweise nur bei Kindern und Jugendlichen vorkommt. Bei Erwachsenen ist es eher ungewöhnlich. Da kann ich mir jetzt was drauf einbilden, ja. Na, wir wollten Ihnen das nur erklären, warum es so lange gedauert hat, bis wir wussten, was mit Ihnen los ist. Ja, normalerweise heißt sie juvenile rheumatische Arthritis. Rheuma. Ja, es ist eine Autoimmunreaktion, die die Gelenke befällt. Wenn das allerdings chronisch wird, dann nennt man das Rheuma. Aber chronisch ist es bei Ihnen zum Glück nicht. Werde ich wieder gesund? Ja, davon gehen wir aus. Wir geben Ihnen jetzt Cortison in geringer Menge und dazu Methotrexat. Das ist ein Medikament, was die Autoimmunreaktion Ihres Körpers beeinflusst. Genau. Ja, und dann sollten Sie schon bald wieder auf dem Damm sein. Das Erste, was ich dann in Angriff nehme, ist die Wohnung von Ihrer Kollegin. Ja, davon gehen wir aus. Nein, im Ernst, Herr Gruber, das sollte im Moment Ihre geringste Sorge sein. Ich habe Angst. Das MRT gestern war noch in Ordnung. Ja, nach allem, was wir bisher wissen, ist alles gut. Und trotzdem kann sich noch eine Fehlbildung entwickeln, wenn ich mich angesteckt habe. Wir müssen eine Entscheidung treffen, so oder so. Guten Morgen, Herr Schober. Morgen. Wie geht es Ihnen? Na, leider nicht besser. Ich hatte ja gehofft. Sie brauchen Geduld, Herr Schober. Es kann keiner mit dem Finger schnippen und dann ist das heil. So, fangen wir an. Volle Konzentration auf das Spiegelbild und den gesunden Fuß bewegen. Runter. Genau. Tut Ihnen da irgendwas weh? Ja, bei dem natürlich nicht. Geduld, Herr Schober. Jetzt? Der Fuß ist in Ordnung, es geht um den anderen. Schauen Sie in das Spiegelbild, Herr Schober, auf das Spiegelbild. Tut Ihnen da irgendwas weh? Nee. Haben Sie immer noch keine Schmerzen? Nein, wieso? Schauen Sie mal hier drüben. Probieren Sie das mal alleine. Ist ja unglaublich. Und in 6 Monaten sehen wir uns danach untersuchen. Tschüss. Tschüss. Ach, Herr Schober. Na, sieht ja schon wieder richtig gut aus. Ja, Sie hatten recht. Bald bin ich reif für Olympia. Sehen Sie, ich hab's ja gesagt. Körperlich ist alles in Ordnung. Olympia. Wir haben gerade mal 2 Behandlungen hinter uns. Das dauert noch ein bisschen. Gut, aber es ist trotzdem viel besser geworden. Also zeitweise dachte ich, Schmerzen hören nie auf. Tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen ungerecht war. Keine Ursache. Danke. Willst du auch was? Was gibt's denn? Nudeln mit Soße. Also, einen Stern kriegst du dafür nicht. Nicht mal den kleinen Koch mit Nornen Blech. Ich stand auf dem Plan und mir ist mir nicht eingefallen. Aber dafür ist der Salat frisch. Aber willst du die Soße nicht wenigstens ein bisschen aufpeppen? Wird doch sonst nur schlecht. Das können wir nicht verantworten. Komm mal mit. Was ist eigentlich mit deiner Tastatur? Ach, die kriegst du doch zu jedem Rechner dazu. Ich habe noch 3 Stück im Schrank. Ach ja, aber mich anmachen. Thank you.
Schick die beiden wieder auf die Baustelle am Buschweg. Ja, nur Leo und Aljoscha. Gib ihnen von mir aus noch einen Lehrling mit. Aber Roland soll endlich die Wohnung von Frau Ewald fertig machen. Oh, ich muss Schluss machen. Der Doktor ist gerade gekommen. Bis dann. Ja, Herr Gruber. Ja? Ich wollte nicht stören. Das tun Sie überhaupt nicht. Sieh, es geht Ihnen schon wieder besser. Deutlich, ja. Ich hätte gleich auf Sie hören sollen. Wenn bei meinem Wagen der Motor streikt, gebe ich ihn ja auch in die Werkstatt, nicht? Obwohl ich ein bisschen was davon verstehe. Ich kenne mich auch mit Wandfarbe aus. Aber wenn es wirklich gut aussehen soll, dann frage ich lieber einen Fachmann. Ja, nur ich, Idiot, denke, ich weiß es besser als Sie. Ist ja noch mal gut gegangen. Tja, danke noch mal für alles. Auch, dass Sie noch mal vorbeikommen. Gern geschehen. Also, machen Sie es gut. Ja, Sie auch. Sie sind sich ganz sicher, ja? Es ist kein Irrtum möglich. Okay. Entschuldigung, aber der ganze Druck. Es ist wirklich kein Zika-Virus, es ist Denguefieber. Der Befund ist eindeutig. Das ist in Kerstins Fall vollkommen unbedenklich. Ja, Sie haben ja alles gut überstanden. Ja. Wahrscheinlich noch nicht mal was gemerkt. Denke verläuft häufig komplett unproblematisch, ohne spezifische Symptome. Zumindest wenn man ansonsten gesund ist und gut ernährt. Was ja bei dir zum Glück der Fall ist. Also wir bekommen ein gesundes Kind, ja? Okay. So. Super. Also es riecht schon mal fantastisch. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Also die Soße ist fantastisch. Ist aus der Dose. Das glaube ich nicht. Doch, also, wir haben es noch ein bisschen aufgepeppt. Ein paar Kräuter aus Bens Beet mit Zwiebel und Knoblauch dazu. Und Wein. Bevor ihr eine offene Flasche in der Küche verkommen lasst. Lotte kocht definitiv besser, als sie backt. Ein bisschen Parmesan. Ja. Komm her.